So, hallo, grüßt euch erstmal im blau-schwarzen Universum. Dem Dan geht's wieder besser. Der Real Dan sagt hallo zu 820 Abonnenten und über 100.000 Klicks inzwischen für die ganzen Waldhof-Videos. Der Virus tut sich immer weiter verbreiten. Es geht nichts, man kann nichts machen. Es werden jeden Tag mehr. Auch die Lauterer jammern jeden Tag. Bei denen wäre es weniger, bei uns wäre es mehr. Punkte und Fans. So, heute. Ich würde normal begrüße ich die Abonnenten ja ein bisschen intensiver mit Namen, aber ich habe mir jetzt gar keinen Namen aufgeschrieben, weil das ist dann wirklich zu viel. Wir tun uns heute vorbereiten auf den Gegner Würzburger Kickers, der ein sehr interessanter Gegner, sehr schwerer Gegner auch, der auch einen kleinen Tross von Fans mitbringt. Wir schauen uns mal Würzburg an, die Stadt, die Entstehung, der Verein, die Fans. Was kommt auf uns zu, fantechnisch, fußballtechnisch? Vielleicht, ne? Man muss immer sagen, das ist ohne Gewähr, das sind Tipps. Ich ziehe meine Informationen daraus, dass ich analysiere, wer immer am öftesten gespielt hat, wer anscheinend zur Stammelf gehört. Bei uns ist es einfach, bei anderen Mannschaften nicht so, ne? Also wir haben so eine gewisse Stammelf, obwohl die jetzt auch ein bisschen durcheinander gewürfelt ist. Dann würde ich noch gern ein paar Abschlussworte Richtung Kaiserslautern sagen zu diesem Matze-Video, ganz kurz. Dann natürlich die Vorstellung, Faninfo, der Club, alles rund um Würzburg. Dann Neues um der SVW, unsere Aufstellung. Und dann ist für die Leute, die kein Interesse mehr weiter haben, tue ich hinten noch ein paar Minuten dranhängen. Da geht es dann um FIFA 20 und Madden 20, ums Zocken. Wer da Interesse hat, kann ja noch dranbleiben, kann noch zuhören am Ende. Wer kein Interesse hat, der kann abschalten, kann sich freuen und geht trotzdem gut informiert über FK Würzburg und Waldhof ins Bett. Wir fangen mal an. Und da ist eine Sache, die liegt mir kurz am Herzen. Ich hatte dem letzten Video da gesagt, mit dem Matze da, mit den Schweinen, da hätte er verurteilen müssen. Das war ein Fehler, das war dumm. Es tut mir leid, Matze. Und wie gesagt, das war ein Fehler von mir. Ich habe mir das, ich muss es zugeben, das soll auch keine Entschuldigung sein. Ich habe mir das Video einfach nicht ganz durchgeguckt. Es war einfach zu scheiße. Was soll ich dazu sagen? Ich habe 6 Minuten geschafft, geistig, von dem Dreck. Und dann habe ich einfach kotzen müssen, weißt, und dann habe ich nicht weitergeguckt. Und ich habe das einfach aus der Wut, aus der Emotion raus, ein bisschen rausgehauen mit der Schweinesache. Ansonsten, ne, dein Video, die erste Minute, die Einführung ist ja auch ganz nett. Ne, und das Ende, diese ganze Berichterstattung ist super toll gemacht, professionell ohne Ende. Ne. Und da könnte der Abonnente echt froh sein, dass ich jemanden habe, der laudernd so aufspaltet. Aber das von Minute 1 bis Minute 6, ein reiner Rant in dem 15 Mal Barakler. Und jetzt legt euch nicht wieder auf die Zahl fest. Barakler, der Knall nicht gehört, zu viel Lack gesoffen. Und was eine Beleidigung nach der nächsten gegen unsere Fans, gegen unsere Gemeinschaft, gegen die ganze Stadt. Und es geht halt mal nicht. Und jedes Mal vorher machst du so und sagst, ah, ich bin dagegen, es tut mir leid und alles schon. Und ich verurteile das. Ne? Und danach auch wieder die große Verurteilung, ne? Und das endet dann dieses ganze Minute 6, wo dann fahre dusch, ne? Und groß verurteilt, dass die Waldhof-Fans aus dem Zug fliegen, kannst du das dumme Grinsen, aber die ganze Zeit nicht verkneifen. Also von daher, das Video ist scheiße, ne? Und ich finde die 5 Minuten kacke, wenn die rausschneidest und schneidest wieder zusammen, dann hast du ein Bombenvideo, ne? Gibt's auch einen Daumen hoch von mir. Ansonsten muss man sagen, zu den lauteren Kommentaren zu dem Video, die waren geschmacklos, verletzend, erniedrigend, demütigend. Vor allem, wenn man nichts weiß, ne, und vorverurteilt. Ich habe dem Matze liebe Grüße geschickt, habe da einen Rollstuhl dran gemacht, ein Smiley und einen Daumen hoch, worauf die Lauterer gemeint haben, dass ich ihn beleidigen will. Das ist aber nur meine Verabschiedung. LG steht für liebe Grüße. Der Rollstuhlfahrer steht dafür, dass ich im Rollstuhl sitze. Der Smiley dafür, dass ich das Leben trotzdem noch positiv sehe. Und der Daumen ist hoch. Danke für deinen Kommentar, positiv oder negativ. Aber ein drecksasozialer Barackler und das Letzte, was auf dem Planeten würdig ist zu leben, das muss ich mir nicht sagen. Nicht von einem beispielsweise, der Unknown User heißt und es noch nicht mal schafft, ein Bild neid zu machen. Ne? Gib deinem Bild erstmal ein Gesicht. Gib deiner Stimme erstmal einen Hintergrund, ne, und dann können wir weiterreden. So, damit ist alles gesagt, soweit zu dem. Das mit dem Schwein tut mir leid, der Rest steht so, wie es ist und bleibt da so, wie es ist. Und da könnt ihr mich auch so weit am Arsch lecken. Ganz offen. Wir kommen weiter. Und Gott sei Dank habe ich das endlich hinter mir, weil diese ganze schlaudern Scheiße, diese ganzen dummen, ungeistlosen Kommentare, die gingen mir nur auf den Sack.
Also von daher, wir bereiten uns vor auf den FK Würzburg. Der FK Würzburg ist ein sehr schwieriger Gegner, der sehr stabil spielt, aber sehr schwankende Ergebnisse mitbringt. Das heißt mal gut, mal schlecht, mal gut, mal schlecht. Aber wie gesagt, wenn sie mal ihren Flow und ihren Rhythmus haben, dann haben sie eigentlich eine solide Mannschaft da stehen. Oder anderem war da ja Lamine Cissé jahrelang Coach, glaube ich, ne? unter dem anderen Trainer. Aber der ist jetzt gegangen. Wie gesagt, der FK, für die Fans aus Würzburg, Fahrzeit ungefähr 1:36, aber besser nehmt ihr euch 3, ne? Ist so klar, mit, egal wie ihr anreist, für Parkplatzsuche muss man jetzt auch noch und Stadionbesuch, bis da alles geregelt ist. Also nehmt euch die Zeit, ne? Kommt früh genug, Fahrroute sind 177 Kilometer. Das Wetter sind 27 Grad am Samstag. Regenschauer wäre erwartet, höchstwahrscheinlich. Also Regenklamotte, würde ich mal sagen, werden angebracht. Ne? Wir stellen erstmal Würzburg vor. Würzburg ist eine Bezirkshauptstadt, die liegt in Bayern, wohlgemerkt in Unterfranken. Muss man dazu sagen, wenn man es nicht sagt, gibt es gleich Ohrfeig. Weil die bestehe da drauf. Ne? Der Spitzname ist aber komischerweise wie die Münchner, die Rothosen. Die spielen in der Flyer Alarm Arena. Ich habe jetzt leider nicht aufgeschrieben, wie viel da reingehen, aber ne, es sind nicht so viel, glaube ich, sind glaube ich so an die 15 rum. Eine richtig erfolgreiche Saison haben sie auch schon gehabt. Sie waren mal oben in der zweiten Bundesliga Süd. Das war 77, 78. Und daher kommt auch nachher ein ganz großes Wow. Da ist nämlich was mit dem Club. Gegen die haben wir wirklich nicht. Da könnt ihr jetzt mal für euch mal so aus Spaß euch fragen jetzt. Wann war das letzte Mal, wann wir gespielt haben gegen die Würzburger Kickers? Ohne zu googeln. Einfach mal getippt. Ihr werdet überrascht sein. Also seit 2014 ist der FK eine Aktiengesellschaft, wo 51% in Vereinshand liegt und 49% in der Flyer Alarm Arena GmbH. Ne? Das ist also Future Lab GmbH heißt es. Ganze. Aber ich überlege immer, ne, wenn man an solche Firmen angebunden ist mit so viel Prozent im Verein, wenn da mal was schief geht in der Firma, das sieht man dann auch regelmäßig dumm aus, ne, weil man dann mit insolvent geht, Entschuldigung, weil es sich dann nicht mehr tragen lässt. Okay, ne? Also der FK war regelmäßig im DFB-Pokal 4-mal, hat auch eine große Menge an Fans, also insgesamt organisiert, in 11 Fanclubs, ne? Und die drei größten sind die Dahlenberg Supporters Club mit 350 Mitgliedern, die Edelhöfer Ransager mit 70 und die Kicker Freunde Kascht mit 50. Und insgesamt sind die also mit 650 Leuten in Fanclubs organisiert. Wobei dann ja, denke ich mal, die noch ein paar mitbringen, wenn der Tag einigermaßen schön wird und es nicht so arg ist, hoffe ich mal so auf 800 bis 1000 Würzburger Anhänger, die dann kommen, das Spiel anzuschauen. Okay, die letzten 5 Spiele der Würzburger, wie soll man die bewerten? Das ist eine große Frage jetzt. Ach so, was ich noch sagen wollte zu Matze. Und noch eins, in meinen Videos komme ich aus, ohne Worte, um den Gegner zu beleidigen. Egal, wie intensiv die Rivalität ist und der Hass, ich muss den Gegner nicht beleidigen. Okay, jetzt wieder zum Gegner. Also, die letzten 5 Spiele, wie soll man die bewerten? Weil 2 Spiele waren im Toto-Pokal. Das heißt, Hauptstadt wäre da mit drin und Kasendorf. Also gegen Kasendorf, ich weiß nicht, ich glaube, die sind Verbandsliga, haben sie 1-4 gerade gewonnen und gegen Hauptstadt 1-3. Das hat auch schon eine gewisse Aussagekraft, weil es sich durchaus um Amateurvereine zum Vergleich, wir haben gegen den VfL Gommersbach, war es glaube ich 10-0 gewonnen. Sogar die hässliche Rode habe 6-0 gewonnen. Gegen die VfB Schieferstadt. Okay, dann haben sie gegen Zwickau zu Hause 2-0 verloren. Haben gegen den BTSV natürlich verloren, auch gegen Preußen Münster. Ne? Gegen Preußen Münster haben sie gewonnen, Entschuldigung. Aber das war am Anfang, das war jetzt wie gesagt 4 Spiele her. Die letzten Spiele ist wirklich ein Abwärtstrend ohne Enden. Ne? Also 2 Niederlagen und nur Drittligisten, ne? Also nur gegen schlechtere. Gegen uns nur 2 Spiele. Und jetzt kommt das große Auflösen, das Rätsel. Die Spiele waren, ich sage das Datum noch nicht, die sind ausgegangen, einmal 2-1 für die Kickers, dort mit 800 Zuschauern und dann haben wir einmal und da vor 2500 Zuschauern, ich kann nicht sagen, ob es am Alsenweg war, ich vermute es mal,
haben wir ein 1:1 erzielen können. Und die Spiele waren, Achtung, Achtung, Achtung. After 43 years, we meet again, my brothers. Wow. 43 Jahre her, am 17.10.77 her, leck mich am Arsch jetzt, am 17.03.78 war das letzte Spiel gegen der SVW vor 43 Jahren. Boah, Alter, das ist mal eine Zeit her, das ist ja fast so alt wie ich, Mann. Das haut mich irgendwie weg im Kopf, weil da war ich ja gerade ein kleiner Stupsel, hab noch gar nicht mal gewusst, dass es der SVW überhaupt gibt. So, wir gucken uns mal die Mannschaft an von den Würzburgern. Ist auch eine sehr interessante Mannschaft, die auch den einen oder anderen guten Namen mitbringt. Wie gesagt, im Moment läuft es nicht so gut. In der Abwehr haben wir da Hansen, Schupan, Hegele, Hemmerich. Wobei man sagen muss, Hemmerich auch als RM oft eingesetzt wird, also im rechten Mittelfeld. Wir haben auch so Switch-Players wie Schwers, Hermann und Curaduo. Die jeweils immer in anderen Positionen, das heißt von der Abwehr in das Mittelfeld oder von der Mittelfeld in die Abwehr rutschen. Dann haben wir einen ganz wichtigen Player, der zu beachten ist, ist Sondheimer, ne, und Hegele auch im Mittelfeld. Die spielen eher defensiv, aber sind beide sehr gute. Gerade Sondheimer, ein sehr guter Player, ein Gestalter, ein Macher. Auch vor allem auf Gnase, und auf Frenzy, die jeweils zweimal getroffen haben. Kaufmann und Hemmerich auf rechts zweimal getroffen haben. Also das Mittelfeld ist mit 8 Toren durchaus gefährlich, wenn sie mal ins Spiel kommen und einen Flow haben. Mittelfeld muss man sagen, im Mittelfeld habe ich ja gerade gehabt. Sturm haben wir hier Baumann und dann haben wir Pfeiffer, der dreimal breit getroffen hat. Also das ist sowas wie den ihren Stoßstürmer, der meistens spielt. Im Moment haben sie 4 Leute auf der Verletztenliste, keine Sperren. Jetzt kommt zu der Aufstellung von Würzburg. Das ist so eine Frage, die kann ich einfach schlecht beantworten, weil die letzten 3 Spiele haben sie einmal 4-2-3-1 gespielt, 4-4-2 und jetzt 4-3-4. Das war am Anfang, hatten sie das gespielt. Also gehen wir mal davon aus, dass sie gegen uns auch auf ein 4-2-3-1 zurückgreifen, weil das ist ja unsere Aufstellung. Von daher denke ich mal, dass es so laufen wird. So, dann würde die voraussichtliche Aufstellung von Würzburg so vielleicht aussehen. Das ist einmal im Tor Verstappen. Auf der rechten Verteidigungsseite wäre dann Hemmerich. Auf der linken Verteidigungsseite Hermann. Innenverteidigung von Schupan und Hansen besetzt. Dann ist das ZDM Sondheimer und Hegele. Also ein sehr starkes ZDM, auf das man auch achten muss, das sehr kreativ wirken kann. Und vorne mit Kaufmann, Gnasi und Frenzy. 3 Leute, die durchaus in der Lage sind, auch mal ein Tor zu versenken. Ne? Und vorne drin mit Pfeiffer, ein 3-Tore-Stürmer, ist eine ganz gefährliche Kiste, wenn man die 3-4 Leute vorne reinkommen lässt ins Spiel. Der Kapitän ist Sebastian Schupan, der Topspieler Luca Pfeiffer mit 3 Tore. Der beste Torschütze ist der Fabio Kaufmann, der hat ebenfalls 3 Tore, also eigentlich mit dem Luca Pfeiffer. Der beste Scorer ist der Luke Hemmerich mit 2 Toren und 3 Vorlagen. Und dann habe ich, wie gesagt, Gnase, Frenzy und Wiedemann haben auch getroffen. Wiedemann auch noch ein Stürmer, glaube ich, der vorne sehr gefährlich drauf wirkt. So, jetzt haben wir Würzburg auseinandergenommen. Den Tipp gebe ich später ab. Ist wirklich schwierig zu tippen, weil diese Mannschaft eine Up-and-Down-Mannschaft ist. Die spielt mal hervorragend und dann spielst du mal den letzten Dreck. Also wirklich schwer einzuschätzen. Ihr wisst mal, so weit wie Würzburg kommen könnte. Wir gehen mal zu unserem Team. Natürlich, ich würde mal sagen, die Nachrichten machen wir mal so vorher. Okay, mal die News um den Waldhof rum, ne? Also, wir haben wieder Dreck am Stecken anscheinend oder irgendwas ist falsch gelaufen. Ich muss das mal lesen in den nächsten Tagen. Ich hatte zwar vor 3 Tagen die ersten Berichte gelesen, dass die Staatsanwaltschaft wohl ermittelt gegen Personen beim SV Waldhof wegen eines Vertrages des Sandro Löchels. Ihr könnt euch vielleicht erinnern, der ist auch ein paar Mal aufgetaucht, der jetzt im Drittliga-Kader tätig ist, aber anscheinend einen Vertrag für einen Amateurfußballer in der U23 besitzt. Und da gibt es rechtliche Probleme. Ich weiß jetzt auch nicht, ich bin da nicht so, ich werde mich umhören, was die Medien schreiben, ne? Und ich hoffe, dass sich das alles klärt. Und das, wie gesagt, also ich denke nicht, dass wir das jetzt verdient hätten, wieder da Stress zu kriegen oben. Ich denke, der Markus und die ganzen Leute da oben, das sind korrekte Leute.
ich denke, ich nehme denen das nicht ab, dass die, und die machen das schon ehrlich, die sind mit Herz, Leib und Seele und blau-schwarzem Blut dabei, jeden Tag von morgens bis abends den SVW besser zu machen. Also von daher danke nochmal an alle da oben, bleibt stark, lasst euch nicht von denen. Das mit dem Sandro Löschel kriegen wir hin. Dann gratulieren wir natürlich der Mannschaft zum 10:0 in Gommersdorf. Ist eine ganz klare Kiste. Und vor allem zum Kofi, ne, der sich jetzt warm geschossen hat. Kofi, now's the time to score, now's the time to do it. Und jetzt ist es Zeit, das Biest loszulassen. Ich werde nachher noch mal kurz dazu was sagen. Ich habe da meine ganz eigene Meinung zu Kevin. Oh, die ist sehr gut eigentlich. Ne? Also ist nicht sehr schlecht. Nicht, ist ein toller Mann. Also, nach der langfristigen Verletzung von Scholle, habe ich gelesen, tun wir wohl jetzt einen dritten Torwart ins Auge fassen. Damit, es muss wohl so laut Statuten sein. Und da haben wir wohl Felix Donnerbach zum Training gehabt hier. Also ein echtes Ruhrpott-Kind, der vom VfL Bochum kommt, ist 25 Jahre alt. Der aktuelle Marktwert beträgt 200.000 Euro. Die Größe ist 1,93, Nationalität Deutscher und war ehemaliger Jugendnationalspieler in der U19. Also der junge Mann hat schon was vorzuweisen. Der Name sagt, kommt mir auch bekannt vor. Wie gesagt, ist einer, der kommt von Bochum da unten, hat die ganze Jugend da in dem Bereich verbracht. Vielleicht kommt er zu uns als quasi als Verstärkung nochmal. Ne? Da muss man dann aber schon am Ende hangen, da haben wir dann vier. Ne? Naja gut, werden wir sehen, ne? Was passiert. Okay, das wären die Nachrichten soweit. Ist nicht so viel, ne? Wenig Nachrichten sind beim Waldhof, auch immer gute Nachrichten, ne? Die Verletzten, glaube ich, Segert mit Platzwunde ist soweit wieder fit. Über Korte habe ich jetzt auch nichts anderes Weiliges gehört. Deshalb werde ich Johnny auch mal mit in die Aufstellung nehmen. Von daher werden wir mal schauen. Also die voraussichtliche Aufstellung unseres SV Waldhof Mannheim. Im Tor Timo Königsmann natürlich, der eine tolle Leistung gebracht hat in Laudern. Absolut astrein. Rechte Verteidigung, ganz klar Marx. Ne? Innenverteidigung Segert, Schulz. Segert, Fragezeichen. Ich weiß nicht, ob die Kopfverletzung irgendwie Auswirkungen hat, ob alles okay ist. Insofern, ich habe noch mit dem abgeklatscht unten in Laudern. Ne? Da sah er noch fit aus, ne? Außer mit dem Turban. Von daher denke ich mal, dass Marcel ist so ein harter Schädel. Ne? Dass er da eingreifen wird und wird sich das nicht nehmen lassen. Schulze in der Innenverteidigung, Konrad auf links, ne? Oder Mete vielleicht auf links, wenn Konrad mal, ich weiß es nicht. Mete hat sich, wie gesagt, aus meinen Augen wieder sehr gut präsentiert. Nicht, dass ich Conny raushaben will. Gar nicht, ne? Aber wie gesagt, für mich bleibt es ein Innenverteidiger, ne? Aber trotzdem, wie gesagt, er macht sein Ding toll. Wenn er da draußen bleibt, wir gewinnen weiter, dann ist es alles toll. ZDM, Christiansen, Schuster. Dos Santos natürlich als Ersatz immer, als gute Alternative, ein junger, starker Kerl. Der inzwischen seine Erfahrung gesammelt hat. Ne? Vorne, die drei haben wir mal wieder. Diering in der Mitte mit Korte wieder. Switch, Swatch. Ne? Es geht wieder rechts auf links und auf Mitte und hin und her. Die tun immer die Positionen durcheinander, um der Gegner wieder optisch wieder durcheinander zu bringen. Ne? Das ist eigentlich eine ganz geile Kiste. Dann Maurice Deville haben wir auf linke, hab ich mal auf links gestellt. Wie gesagt, dieses ganze Dreier-Mittelfeld, rechts, links, Mitte, braucht ihr euch eigentlich gar keine Gedanken machen. Aber diese Leute, die da sind, die sind absolute Switch-Player. Die spielen absolut, der eine Mal geht in die Mitte, dann topst der andere nach außen, da blickst du selber gar nicht mehr durch. So schnell geht es. Ne? Bei Maurice Deville muss man nicht warten. Ich weiß, dass er in einem Länderspiel gespielt hat, das habe ich gesehen. Ich weiß nicht, ob er gegen Serbien auch angetreten ist. Dann hat er nämlich zwei schwere Länderspiele in der Knoche. Ob er dann so ganz fit ist fürs Spiel. Ich hoffe mal, dass er sich erholt hat, auch nicht verletzt hat. Ne? Und dass er Erfolg gehabt hat gegen Serbien. Ich muss mir das mal angucken. Jetzt kommt der Mann, der Kevin Kofi. Kevin. Now is the time. Mach deine Augen zu, mach deinen Kopf frei. Mach alles frei, wie ein Kind früher auf dem Fußballplatz. Mach einfach deine Augen zu und schieß das Ding ins Tor rein. Du bist ein super Fußballer. Du hast eine super körperliche Konstitution. Du kannst den Ball abschirmen, du kannst ihn decken, du kannst dich in Position bringen, du kannst schießen. Und jetzt guck einfach, dass du das Ding da reinkriegst. Kevin, wir brauchen dich jetzt. Wenn du jetzt nicht knipsen tust, Kevin, dann ist es gar, dann wird es nichts mit uns. Dann wird es nichts mit uns. Du musst jetzt reinhauen. Du hast jetzt die Chance, von vorne bis hinten das Spiel auf dich ausgerichtet. Jetzt, ganze Woche lang. Ne? Ich vermute mal, dass du jetzt die Nummer 2 hin am Walle bist. Hol dann Tipp beim Walle von mir aus. Mach's platt, Kevin. Treff das Ding. Wir warten auf. Wir brauchen deine Tore jetzt dringendst. Ne?
Und auf dem Weg nochmal dem Walle natürlich ganz klar gute Besserung. Da ist in Heidelberg operiert worden, die Tage habe ich mitgekriegt. Ne? Es sind auch noch mehrere, glaube ich, da jetzt gefixt worden. Also an alle natürlich Verletzten vom SV Bitte, wird wieder schnell gesund. Auch Gaudida ist wieder leider verletzt. Ne? Aber es war ja klar vorher, der ist verletzungsanfällig und da muss man halt einfach durch. Okay, damit muss man rechnen. Gut, unsere Verletztenliste mit 7 oder 8 Spielern jetzt schon ziemlich lang, aber noch nicht so beängstigend, da wir wirklich noch Qualität haben. Wir haben noch junge Leute, junge Kämpfer. Ich denke, die werden alles auf den Platz bringen. Samstag, 14 Uhr. 14.09. genau, Samstag. Wir sehen uns gegen den FK Würzburger Kickers. Mein Tipp, 2:0 für den SVW. Mein Baby-Tipp, 2:1 für den SVW. Damit haben wir alles durch soweit. Dann würde ich mal sagen, ich verabschiede mich. 20 Minuten ist ja eine ganz reife Leistung. Ich verabschiede mich von der Vorbereitung Würzburg, Mannheim. Die Fans von Würzburg wissen Bescheid, wo sie hin müssen, ne? Wann was wo ist, wie ihr auch reisen müsst. Ich hoffe, dass ihr eine schöne Anreise. Bleibt alle gesund, bleibt friedlich, macht ein schönes Spiel. Und für die, die jetzt abschalten wollen, jetzt habe ich ganz kurz eine Sache. Und zwar geht es um Videospiele. Wer also kein Interesse hat an FIFA 20 und Madden, dem sage ich jetzt Tschüss, alles Gute, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Schickt mal den Daumen auf, ein paar Abonnenten. Ich nehme einen Schluck und dann tue ich noch ein paar Minuten dranhängen. Für die, die wollen, bleibt gerade dran. Dann nehmen wir mal einen Schluck. Mal Achtung. So. Ich gucke da auf den Kalender da vorne. Wie ein kleines Kind hängt da vorne eine Leiste. Am Fernsehen. Da steht das Datum drauf. Heute ist die FIFA Demo 20 rausgekommen. Unverständlicherweise war der Waldhof ist nicht dabei. Also, ne, obwohl ich kann es nicht verstehen, zwischen Real Madrid und Barcelona, Arsenal passt der Waldhof hervorragend rein. Aber er war leider nicht dabei. Wie gesagt, das Spiel kommt jetzt demnächst. Wer EA Access hat, glaube ich, kann 3 Tage früher am 24. zocken. Die anderen Kerle können das am 27. Oder ihr tut euch vorbestellen, dann kriegt ihr auch diesen Vorab-Zugang. Was ich für euch habe, ist ein kleines Schmankerl, nämlich das sind die Zahlen vom SVW bei FIFA 20, wie unsere Bube bewertet wäre. Und die wollte ich euch mal für die Leute, die es interessiert, kurz durchgeben. Natürlich, ich spiele PS4, The Real Lieutenant Dan ist das Gamertag. Wer mal zocken will, dann gegen mich oder mit mir oder vielleicht oder irgendwas, ne? Oder auch Football, sehr gerne NFL-Football, ne? Liebe ich. Können wir gerne machen. Schreibt mal eine Nachricht, schreibt dazu hier, Abonnent, ne? YouTube, meldet mich und wollen wir mal. Okay, was sagt Leute, für die es die interessiert, Marcus Schulz hat im Tor eine 63. Also da gibt es 2 Werte. Das ist einmal der Wert und dann das Potenzial, was der Wert noch hochgehen kann. Der kann sich also noch verbessern dann. Ich ziehe das jetzt schnell durch, weil es ist nämlich schon fast Zeit, ne, fürs Bett gehen. Also pass auf, der Scholle hat eine 63, kein Potenzial. Vradovic 62, auch kein Potenzial. Königsmann eine 60, hat 66 Potenzial. Segert hat 64 und hat 68 Potenzial. Konrad 63, 64 Potenzial. Schulz 62 und 64 Potenzial. Celica 62, 68 Potenzial. Das erste ist immer der Wert, den es hat. Das zweite ist der Wert, wo du ihn aufbauen kannst. Ihn. Während du beispielsweise einen Manager spielst und dann diese Trainingseinheiten auf die Spieler verteilst, kannst du die so hochtreiben. Hofrat 61, Potenzial 62. Marx 59. Naja, gut, Potenzial 64 wenigstens. Jan Just 57, Potenzial 63. Flick 56, aber Potenzial 66. Der Weig, der Jonas, hat 55, aber Potenzial 68. Also den kann man noch wieder hochtreiben. Der beste Spieler vom Waldhof ist der Max Christiansen mit 67, hat auch Potenzial 73. Also bei dem geht was. Ne? Gauida 65, Potenzial 67. Diering hat 65, Potenzial 66. Kotter hat 64 und 64, also kann sich nicht mehr weiterentwickeln. Raphael. Lass das nicht verzählen. Schuster, 64, kann sich noch auf 70 hochentwickeln. Gianluca hat 64, bleibt auch auf 64. Der will 64, 64.
Jetzt Arini Ferrati hat 63, kann sich aber auf 72 hocharbeiten. Dos Santos von 58 auf 66 ist ein bisschen weniger. Ich denke, Dos Santos wird mal ein ganz großer. Hört meine Worte, wenn er sich dran hält und kämpft. Silas Schwarz 54 und 62. Sulimani hat einen 65er Wert mit Aufbaupotenzial auf 70. Kevin 64-64, okay. Die älteren Spieler, ist klar, die werden nie gefördert, wenn sie so 32-33 sind. Bouzian, Munir 62-62 und der letzte, Jesse Weisenfels 57, Potenzial 57. Ist eigentlich ein bisschen gemein, ne, wenn man schon so schwach ist und dann muss man auch noch so schwach bleiben. So, das sind die Infos zu FIFA 20. Ich habe alles gesagt, was ich zu sagen habe. Ich hoffe, ihr habt Spaß, ihr kommt reichlich zum Spiel. Ich hoffe, wir spielen miteinander. Ich hoffe, ihr seid lauter nicht so böse über die Kritik. Das ist halt meine Meinung. So ist es, das Leben ist so. Ne? Aber wer will, soll sich einfach das Video mal selber angucken. Auch noch zu der kurzen Sache, dass ich natürlich nicht so viele Abonnenten habe wie dieser Matze. Ist doch klar, dieser Matze macht das seit 10 Jahren. Ich mache das seit 8 Monaten. Aber unsere Community wächst und wächst und wird größer. Und irgendwann werden wir euch überholen. Wir werden hochgehen in die zweite. Wir werden wieder in die erste Liga kommen. Und wir werden wieder Fans haben in ganz Deutschland. Wir werden wieder Fanclubs haben, die überall, über das ganze Land. Und ihr guckt aus der Wäsche in der dritte Liga nach oben, wie mir da oben über euch Kreise drehen. Von daher, ich mache mir da keine Gedanken. Ich habe mir nie Gedanken gemacht. Ich weiß, mir habe ein Punkt entführt aus Lautern und das kotzt euch an. Und wenn ihr hier seid, dann nehmen wir euch die 3 weg. Garantiert. Und ihr habt es zuerst gehört vom Lieutenant Dan. In diesem Sinne verabschiede ich mich, sag tschüss. NFL, wer zocken will, auch melden. Ne? Ich muss Schluss machen, die Frau jammert schon. Nee, jammert eigentlich nicht, aber ich will jetzt auch Schluss machen. Da ist es schon kurz nach 10. In diesem Sinne sagt der Lieutenant Dan, ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Seid gut informiert ins Wochenende. Also in diesem Sinne, tschüss.